Die Pflege von Straßen und Wegen wird oft vernachlässigt. So können durch eine schlechte Ableitung des Wassers Schäden am Unterbau der Straße entstehen. Eine dann notwendige Sanierung ist sehr kostspielig. Um das zu vermeiden, hat Alois Pachinger aus Puchkirchen in Oberösterreich eine pfiffige Maschine entwickelt, den Bankettprofi. Seit mehr als 40 Jahren beschäftigt sich Pachinger mit der Instandhaltung von Straßenbanketten und Gräben. Sein bisheriges Gerät, ebenfalls eine Eigenkonstruktion, konnte er aber nicht überall einsetzen. Das Problem? Die selbstfahrende Grabenfräse schleudert den Aushub auf die angrenzende Fläche. Das ist oft nicht möglich. Daher hat der erfinderische Unternehmer die Idee weiterentwickelt. Der neue Bankettprofi basiert auf einem 400 PS starken Scania-LKW mit externer Kabine, verschiedenen aufgebauten Arbeitsgeräten und einem 9 Kubikmeter großen Zwischenbunker für das Aushubmaterial. Für den Arbeitseinsatz lässt sich der Baggerarm zusammen mit der Kabine seitlich ausschieben. Für eine noch bessere Sicht kann man die Kabine sogar über den Arm hinausheben. Sämtliche Funktionen, sogar der stufenlose hydrostatische Fahrantrieb, lassen sich von der Kabine aus steuern. Ein großer Vorteil ist der 9 Kubikmeter große Zwischenbunker. Damit kann man das gesammelte Aushubmaterial innerhalb von 2 Minuten auf einen LKW oder einen Traktoranhänger überladen. Das senkt die Kosten, minimiert die Verkehrsbehinderung und schont zudem die Umwelt. Besonders stark wirken sich diese Vorteile zum Beispiel beim Reinigen von Betonhalbschalen aus, wo meist nur wenig Aushubmaterial anfällt. Mit nur einem Fahrzeug können alle Arbeiten im Ein-Mann-Betrieb durchgeführt werden. Bankette abziehen und Graben reinigen. Bankett unter Leitschienen mit Unterfahrschutz reinigen. Eine spezielle Vorrichtung im Heck der Maschine erspart das sonst übliche händische oder maschinelle Nachkehren. Ein weiterer Vorteil des Pachinger Konzeptes gegenüber anderen Verfahren mit Bagger und LKW ist die Mobilität. Da alles auf einem einzigen LKW aufgebaut ist, wird zum Umsetzen kein Tieflader benötigt. Sogar an die Mobilität des Fahrers hat Pachinger gedacht. Sein PKW wird beim Umsetzen auf einem Anhänger mitgezogen. Noch ist der Bankettprofi ein Prototyp. Er ist im Einsatz und er funktioniert. Der Erfinder hat mittlerweile das Pensionsalter erreicht und ist auf der Suche nach einem findigen Lohnunternehmer, der das Projekt auf Dienstleistungsbasis weiterführen möchte. Interessenten können sich gerne bei ihm melden. Einen ausführlichen Bericht über dieses Verfahren findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 20/2017.